Nach der Recherche in den Repositorien haben Sie die Forschungsdaten gefunden. Nun möchten Sie diese im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit nachnutzen. Aber liegen die Daten in einem Format vor, in dem diese weiterverarbeitet werden können? Und stehen die richtigen Programme zu dessen Öffnung und Bearbeitung bereit? An den nächsten drei Beispielen zeigen wir, anhand welcher Kriterien Sie erkennen, ob Ihre Daten auch technisch nachnutzbar sind. In unserem Beispiel liegen uns die Forschungsdaten im TRAC-Videoformat vor. TRAC ist ein proprietäres Dateiformat des Videobearbeitungsprogramms Camtasia Studio. Proprietär heißt, dass ein Dateiformat nur mit der Software eines bestimmten Herstellers geöffnet werden kann. Das bedeutet, dass nur die Camtasia-Software auf die TRAC-Videodaten zugreifen kann. Einfacher haben wir es bei offenen Dateiformaten, wie zum Beispiel OGG Vorbis oder MKV. Im Gegensatz zu proprietären Formaten können diese ohne Einschränkung mit unterschiedlichster Media Player Software abgespielt werden. Jetzt liegen die Forschungsdaten im PDF-Format vor. Mit dem Programm Adobe Reader können wir diese öffnen und ansehen. Problematisch wird es, wenn wir den im Datensatz enthaltenen Text zum Beispiel direkt editieren wollen. Adobe Reader kann zwar das Format öffnen, bietet aber deutlich weniger Bearbeitungsmöglichkeiten. Bei gescannten PDFs könnte es nicht einmal mehr den abgebildeten Text erkennen oder markieren. Leider reicht es oft nicht aus, die Dokumente nur öffnen und ansehen zu können. Um die Dokumente vollumfassend weiterverarbeiten zu können, benötigen wir also auch die darauf ausgelegten Programme auf unserem Rechner. Für die Weiterverarbeitung unseres Beispiels würden sich die Textbearbeitungsprogramme Adobe Acrobat Pro oder LibreOffice eignen. Zur Texterkennung von gescannten PDFs eignet sich die Software FreeOCR. Forschungsdaten werden in bestimmten Dateiformaten abgespeichert und zur Verfügung gestellt. Doch die jeweiligen Formate und Programme entwickeln sich nun einmal stetig weiter. So können die damals als aktuell geltenden Formate im Laufe der Zeit veraltet und überholt sein. Dies wird zum Problem, wenn diese Daten dann nicht mehr von den jeweils neuesten Programmversionen gelesen werden können. Veranschaulicht wird dies an unserem Beispiel. Hier liegen uns die Forschungsdaten im Bildformat MSP vor. Dieses Format wurde ursprünglich für die Bearbeitung mit dem Programm Paint entwickelt. Natürlich ist Paint auch auf unserem PC installiert, daher sollten wir die Daten problemlos öffnen können. Aber leider klappt es nicht. Der Grund? Das MSP-Format an sich gilt mittlerweile als veraltet und wird deswegen nicht mehr von den neueren Paint-Versionen unterstützt. Falls nichts mehr funktioniert, könnten Sie zum Beispiel den Ersterheber der Daten kontaktieren. Eventuell verfügt er über alternative Dateiversionen. Welche weiteren Kriterien Forschungsdaten erfüllen sollen, um als nachnutzbar zu gelten, erfahren Sie in diesem Videotutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen!